Welche Auswirkungen hat es auf den Betenden, wenn Shaitan im Raum ist? Wir wissen, dass Shaitan auch in der Moschee ist. Ist Shaitan in der Moschee, ja oder nein? Ja. Ja. Was sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wenn der Adhan gerufen wird? Was macht Shaitan? Er verschwindet. Also war er? Er war da. Aber er verschwindet. So. Erster Beweis. Zweiter Beweis, der Prophet s.a.w. sah einen Mann, dieser hat sich beklagt, dass er im Gebet ständig Gedanken hatte. Dann sagte der Prophet s.a.w., das ist ein Shaitan, sein Name ist Khanzab. Khanzab, ja, nicht Khinzir, Khanzab. Sein Name ist Khanzab. So, auch klarer Beweis, das war wo? In der Moschee. Sie sind da, aber walhamdulillah rabbil alamin, haben wir doch unsere Mittel und Wege. Wenn dich ein Shaitan im Gebet stört, was hat der Prophet s.a.w. ihm geraten? Wie soll er mit Khanzab umgehen? Hm? Dreimal nach links spucken. Dreimal nach links? Richtig spucken oder trocken? Nein. Nicht, dass du Probleme mit deinem Partner bekommst. Nein, richtig. Walhamdulillah rabbil alamin, der Mann sagte, nachdem ich das getan habe, ist nie wieder Khanzab bei mir erschienen. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ya dhakir al-ashab, kum mutaddiba.